Alter Mann! Weißt du, gerade dann? Alter Schwede, ey. Erstmal der da jetzt. Ja! Nee, nee, nee. Du bist jetzt erstmal tot hier, Junge. Ja, klar. Alter, die gehen mir richtig auf den Sack, diese Fettsäcke. Die schlucken ohne Ende und haben Angriffe drauf, die mich fast one-hitten. Das ist schon ziemlich pissig. Na egal. Oh, wir haben eine Schusswaffe. Warum das? Woher? Tada! Ja. Oh, Moment. Jawohl. Jawohl, ja. Cool, haben wir schon 2 von 4 da. Ich bin mal gespannt, was das letztendlich für Upgrades sind. Ob die überhaupt sinnvoll sind. Oder nicht. Ne? Eine Schatztruhe, eine Schatztruhe und eine weitere Almanachseite. Markieren wir uns doch direkt mal. Und sieht sogar relativ unbewacht aus. Man muss nichts heißen, ne? Da haben wir es. Schloss knacken. So, mal schauen, ob ich wieder rumbrüllen muss hier. Nein! Was macht der denn da? Warum zieht er das denn mit einmal raus? Ich kapiere das immer nicht. Geh auf. Oha, das war ein etwas dickeres Schloss schon mal. Ah, cool, da habe ich die Pistole also raus. Da habe ich die also her. Oh, und hier wieder 3, 4 Almanachseiten. Schnappe ich mir natürlich auch alle noch. Mal am besten jetzt gleich hier, wenn ich schon in der Nähe bin. Wäre ja ansonsten nur Umweg, ne? Jawohl. Und die nächste. Zack. Wo ist das nächste? Da oben. Na cool, ich habe hier schon alle Aussichtspunkte. Freut mich. Oh ja. Oh ja. Yeah. Ah, ist das die blöde in der Gasse da, die blöde Seite? Oh, oh, verdammt, ich habe gedacht, dass da wäre ein Heuhaufen. Ich will mal gucken, wie das ist mit Durchhauslaufen. Mit Durchhauslaufen war geil ausgedrückt. Cool. Ja, so kann man auch abkürzen. Ja, hoch da, ne? Oh, super. Nee, ich spring voll dran vorbei. Jawohl. Haben wir die auch. Da ist noch eine. Und eine Kuriermission. Ja. Ach nee, das war was anderes. Alter Schwede, ich mache hier aber auch wieder Sprünge. Alter, das ist voll heftig mit dem Regen hier. Aber bockt irgendwie voll. Ist voll gut gemacht. Oh, schön. Auch die Kameraeinstellung gefällt mir. Die ist zwar wieder so... Okay, wollte ich zwar nicht, aber gut.
Die ist zwar wieder so Action-Cam-mäßig, aber ist besser als in den Vorgängern. Nicht. So, gleich wieder raus da. Oh. So, auch das haben wir. Nichts entkommt uns hier. Wow, ein Reim. Alter, und jetzt noch einmal quer durch die Stadt. Na gut. Tut mir leid. Guck mal, der hat doch zwei Klingen. Alter. Wow. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Gut. Genügend Scheiße gelabert. Wird mal wieder Zeit, dass wir was Sinnvolles machen. Alter, was haben wir hier? Ein fettes Schiff wird hier gebaut. Aber das werden wir auch noch versenken. Da laufe ich einen anderen Mal rein. Erstmal muss ich jetzt hier aus dem Regen raus. Sonst werde ich ja ganz nass. Und ich will die einmal nach Seite haben. Ah, gleich da. Ich glaube nämlich, das war die, die mich das letzte Mal so abgefuckt hat. Versuche ich es mal über die Dächer diesmal. Alter. Ah! Okay, oder auch nicht. Versuchen wir es mal hier lang. Ja, das ist die, die mich so abgefuckt hat. Das erkenne ich sofort. Nehmen wir mal einen anderen Weg. Und zwar über die Dächer. Los, weh. Na los, komm her. Ach, bin ich gut. Bin ich gut. Sehr gut. Damit haben wir alle Eimer nach Seiten. Wir haben alle Aussichtspunkte. Ja, haben wir. Sonst gibt's... da gibt's noch so nebenmissionmäßig Hafenmeister, ja. Attentat. Ups. Ja, Auftragsattentat. Drucker. Gucke ich mir später vielleicht nochmal an. Erstmal... Wir müssen handeln und ich rede von mehr als einer. Sprechen wir jetzt mit Sam hier. Ich sympathisiere. Und schau mal, was der uns zu sagen hat. Oh, auf einmal hört es auf zu regnen. Magie! Was führt dich nach Boston, du? Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Oh. Hab gerade. Ich dachte, das ging etwas länger. William Johnson. Erstmal muss ich hier kurz die scheiß Markierung auflösen. Geht mir schon wieder auf die Eier. Und dann will ich kurz gucken. Oh, okay. Bürgermission. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Logbuch, Inventar. Egal. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Okay, cool. Warum kommst du nicht mit? Bin dabei. Es ist schön zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Sagt ein Mann, der eine Sklaven besetzt. Ah. Wen? Sorry? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Okay. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann spricht dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Ich denke, ich werde mal ruhig sein während des Gesprächs. Vergleichbar mit der Sklaven. Ist sie nicht. Sag das meinem Nachbarn, den man zwang, britische Truppen unterzubringen. Oder meinem Freund, dessen Geschäft geschlossen wurde, weil er die Krone ver... Es ist mein Haus, egal was ihr Steuereintreiber sagt. Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen. Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Oh.
Oh! Das Offensichtliche ist Beweis genug, Connor. Geh nur weiter. Ich treffe dich an uns. Ah. Helfen wir dem noch, nett wie wir sind. Naja, ich helfe dir gerne. Was geht ab? Oha. Endlich Gerechtigkeit. Soll der Gouverneur ruhig mehr. Alter, ohne mich wärst du sowas von tot. Bist du wohl auf? Bin ich. Ist nicht mein erster Tanz. Trotz der Zähne und Klauen dieser Rotfüchse kämpfen sie wie Welpen. Vielen Dank, mein Freund. Ich würde dir ein Ale ausgeben. Doch ich werde leider erwartet. Aha. Okay. Weiter in Richtung Ziel. Scheiße. Jetzt muss ich hier quasi den bestechen. Der wahnsinnige Leute. Kann ich den denn auch bestehlen? Die feinsten, zartesten Rüschenärmel diesseits von Paris. Nee. Schade. Aber gut. Okay, ich dachte gerade, der hält sich die Eier. Selbst im Tod will er sie noch schützen. Oh, was ist das? Oh, cool. Ah, hier kann man wieder... Och, komm schon. Und du bist der Nächste. Bam! Geil. So, den plündere ich hier natürlich auch noch leer. So, und es gibt mehr Steuereintreiber. Ey. Da. Schön mit dem Tomahawk gibt's jetzt auf zum Maul. Ey. Scheiße, jetzt habe ich mich verschluckt. Na egal, ne? Oh, wer... Hallo? Ich kann die Kamera nicht drehen. Alter, wie viele schon wieder hier? Da ist so eine ganze Armee hier. Alter, und wieder so einer hier. Ich glaube, es hackt. Allein schon... Das finde ich aber... Allein schon! Allein schon, wie ich ihn nicht mal kontern kann hier. Alter, das gibt... Die Wichser gehen mir sowas von auf den Piss, ganz ehrlich. Ich kann doch nichts gegen die machen. Ich kann sie nicht kontern, weil sie mich verprügeln. Weil sie dann meinen Konter auskontern. Was ist denn das für ein Bullshit hier, ja? Am Arsch. Super, ey. Jetzt sind die Steuereintreiber nicht mehr hier. Klasse. Das nächste Mal versuche ich die einfach abzuknallen, diese Protze. Jawohl, Double Kill geht doch. So, das nur so nebenbei, weil die gerade im Weg standen. Wobei, eigentlich nicht mal das, ne? Alter, der kriegt aber auch eine Klinge nach der anderen ab.